Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Grim Dawn. Wir wollen ja jetzt mal ein bisschen mal durchflexen hier. Wir sind schon fast ja, bei der Nekropole angelangt hier, ne? Da müssen wir durch. Nach dem Intro geht's los. Bis gleich. So, let's fetz. Wollen wir hier mal durch da, durch die Hügel. Plains of Dry. Wir haben auch einen netten Damage inzwischen. Ganz cool. Was ich auch noch mal machen werde, ist in der Folge jetzt noch mal in die Kiste reingucken, ob wir da noch irgendwas Leckeres haben, um ja halt mehr metzeln zu können. Ne? Wollen wir mal ein bisschen so die Raketen spielen lassen hier. Aber das ist fies hier mit diesen ganzen Minen da. Die machen natürlich auch bei mir Schaden. Das ist halt so. Wenigstens sieht man die. Das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen. Zick, zack, zuck. Da, kaputt, die Brüder. Ja, du brauchst mir nicht zu nahe kommen, fesseles Muiser. Eine alte Bruser. So, zack. Ich könnte gut neue Ausrüstung vertragen. Also, es war wirklich die richtige Entscheidung zu sagen: Okay, komm, wir wechseln da jetzt mal die Waffe. Von dem Zweihandschwert weg zu dem Einhandgedöns. Oh. Ah, die Dinger finde ich blöd. Diese großen Teile da. Die mache ich gar nicht. So, weiter. Weiter. Das ist auch wieder so ein Dings. Plains of Strife. Bin ich nicht so dicke. Ich mag das mit der Nekropole nachher gleich. Das ist geil gemacht. Oh, hier müssen wir uns einfach nur durch. Das ist so ein bisschen wie Erster Weltkrieg hier. Oh. Ein Teil von mir wünscht sich manchmal, ich hätte bloß nicht mit dem Spiel angefangen, ey. So. Wirklich ohne Scheiß. So, zack. Rappel. Bitzappel. Ja, das sieht gut aus. Hier, da ist doch genau richtig. Ich habe kein Eis für dich. Geh weg. Böses Meuchel-Mörder-Monster. Oh. Gates of Necropolis. Oh, schön, wenn die alle eng beieinander stehen. Schöne Geg dichte Gegnerdichte. Da werden die Dinger, da sind die Dinger richtig stark. Oh. Das haben wir auch. So, den haben wir jetzt auch freigeschaltet. Perfekt. Ups. Leveln ist auch angenehm. Also das ist jetzt nicht so, dass man, ja, wenn man stirbt, verliert man Erfahrungspunkte, gerade auch auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Aber es ist halt nie irgendwie so, dass man sagen würde, es ist halt mega unfair oder so, ne? Die Gegner sind halt immer ein bisschen angepasst. Erst recht auf Ultimate später. Also auf Ultimate sind die Gegner natürlich immer meistens eigentlich sogar über allem vom Level her. Ja. Achso, ich muss sowieso nochmal zu Soros Bastion. Da kann ich mir noch ein paar Erfahrungspunkte abholen. Weil wir die drei Siegel haben hier. Sehe ich gerade. Das ist geil gemacht hier. Ein bisschen Friedhof-Vibes. Ah. Cool. Also, es gibt natürlich keine riesengroße Überraschung für jemanden, der das Spiel schon mehrfach durchgespielt hat, weil die Gegenden sind halt alle gleich, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwas prozedural generiert wird. Ich meine, prozedurale Generation in Videospielen ist natürlich nicht schlecht oder blöd oder sowas. Aber es ist halt, man sieht es teilweise noch irgendwie raus, ja. Also es ist nicht so, wo ich sagen würde. Also bei einigen Sachen sieht man natürlich sofort, ey, das ist per Hand gebaut worden. Das ist einfach die Qualität auch viel höher, ne? So. Muss man schon so eine halbe Ausbildung als Gartengestalter haben. Und als Kryptagestalter und als Innendekorateur. Oh ja, das ist gut. Shrine. Gibt mehr Schreine, als man Punkte kriegen kann. Also da braucht man sich auch keine Sorgen machen. Höhere Schwierigkeitsgrade haben. Nochmal alle Schreine auch nochmal, die man dann spielen kann. Also das ist alles super easy. So, ups. Da braucht man sich keine Sorgen machen, dass man da irgendwas riesengroß verpassen würde. Gibt ja Achievements dafür. Für die Devotion Shrines. Das verpasst man nicht. Also. Da muss man schon nur auf seinem Schwierigkeitsgrad stehen bleiben. Oh, der ist auch kaputt.
Genau, jetzt hier müssen wir die besiegen, dann können wir gleich abgeben. Ich glaube, ich krieg sogar fast ein neues Level gleich. Böses Monster. So, perfekt. What's the plan? Level up! That's the plan. Jupp, wir werden den Kult stoppen, aber sicher das. So, gucken wir. Das baue ich jetzt mal aus, oder? Könnten wir den, nehmen wir einen Punkt da noch rein. Und dann den Rest da rein. So, so machen wir das. Lasse habe ich immer noch. Habe ich immer noch frei, die ich mir aussuchen kann. Gucken, wie weit wir nur mit einer Single-Klasse kommen. Hier, da müssen wir, genau, jetzt müssen wir, die Krypta ist gesiegelt. Jetzt müssen wir die Blutwägen hier wegmachen. Das sind 3 Stück. Im Norden, Osten und Westen. Auch easy. Also es ist schon relativ eindeutig, wo man halt hinlaufen darf, ne? So, da ist der erste Wagen. Das war der erste Wagen, so. Plops. Ich kann auch hier wieder noch Dingspunkte verteilen, ne? Gerät. Ah, die platzen schön. Sehr gut, sehr gut. Mach gut, mach kaputt. Wunderbar. Da ist ein Schrein, den nehme ich natürlich auch gerne mit. Und die Kisten, die Kisten sind auch ganz cool. Das sind übrigens die Kisten, die man braucht fürs Achievement. So, es gibt nämlich auch ein Achievement für finde bitte alle Kisten und plündere sie. Diese Einmaltruhen, ne? Das ist wie Einmaltaschentücher. Gibt es das eigentlich noch, dass man heutzutage. Kennt ihr jemanden, der die Taschentücher, der hier diese Stofftaschentücher hat und das ständig reinschnauzt und die nie wäscht? Boah. Gott. Wirklich. ne. Rumpel, rumpel. Oh, schwuppdiwupps. The Blood Flows. Achso, den Beiwegen haben wir jetzt zerstört. Sehr gut. Fehlt noch der letzte. Das Blut muss fließen. Nehmen wir. Das ist doch mal freudig geschmeidig. Mache ich hier runter. Muss ich mal überlegen, wo der letzte Wagen ist. Da ist der letzte Wagen. Ja, das ist jetzt ein Heimspiel fast schon. Ja, der ist auch kaputt, ne? Wir sind faul. Das finde ich eigentlich auch ganz cool an dem Spiel. Wenn du faulheit, wird hier ein kleines bisschen belohnt. Jetzt kann ich da nämlich schon reinlaufen. Also einmal zack, backporten und gut ist. Und das ist auch so, man braucht nur eine Taste, man muss nicht irgendwie scheiß Rollen sammeln oder so, ne? Oder irgendwas im Inventar haben, nur um sich teleportieren zu können. So, das finde ich voll gut, dass das einfach so geht. On demand. Nicht überall, ne? Es gibt auch Orte, da geht das hier in Grim Dawn nicht. Ja, da muss man halt einfach überleben. Aber es ist halt einfach unglaublich convenient, also unglaublich entspannt. Einfach. Ich setze mir einen Save Point, drücke eine blöde Taste und gut ist. Ja. Und kann dann halt wieder hin. Ich will nicht erstmal 500 Jahre laufen, bis ich tot bin. Bis ich wieder am Leben bin. Zu meiner Leiche oder so ein Scheiß. Kann man auch direkt an derselben Stelle wieder aufstehen. Ohne irgendeine Rolle, die man sich vorher aus irgendeinem scheiß Item Shop gekauft hat. The Feaks no more. Ja. That skill's not ready. Oh, wir sind gut unterwegs hier. Platz noch ein Scepter of Alacrity. Ups. Okay. Da lang. Und wie wir die mal geschmeidig ignoriert haben, da. Die Brüder. Aber hart. So. Save Point. Und da ist wieder der nächste Schrein gleich. Der Boss ist cool hier, vor dem eigentlichen. Ups, hubala.
Ah, den machen wir weg hier, den Schrein. Bitte mit am Leben bleiben. Ah, es gibt schön Beute. Zumindest mal so ein paar Schuhe. Ah, es gibt doch ein bisschen mehr Beute. Das ist natürlich sehr, hat sehr, sehr viel mit Glück zu tun. Overload. X-Speed. Es gibt hier ein Elemental Damage, ne? Achso, ne, ich bräuchte das Set von den Marauders Dingern hier. Gerade sagen. Overload. Das einzige, wo ich mir eine Suchfunktion gewünscht hätte, wäre hier. Also das wäre richtig cool. Jetzt müsste ich nämlich zum Beispiel gucken, wo ist denn bitte Overload? Overload. Proliferation, Supercharge, Distortion. Inferno. Manifestation, Conversion, Shattered Star, Frozen Core, Added Power, Arpact. Ne, ich sehe es hier gerade nicht. Bin ich so blind, Alter? Da, ja, Overload. Ja, okay, das ist gut, das ist nicht schlecht. I. Könnte man eigentlich nehmen, ne? Aber dann habe ich 2 Punkte weniger, weil es kann das Elemental Exchange. Wir kommen so gut durch. Weiter geht's. Zack. Mal durchpeitschen. Level 36. Und vor 40 hier noch das Spiel durchhaben. Haben wir das diese Folge? Ja, es könnte. So. Bin gespannt auf den Endboss. Weil erstmal müssen wir hier durch. Den haben wir. Da ist der nächste. Ich sehe den Stern schon. Ja, lass mich doch einfach durch da, Mann. Ja, da ist der nächste Boss. Aber das ist natürlich noch nicht der. Ne, das ist der Vorvorboss. Guardian of the Gates. Wächter der Tore. Und die Tür ist oben. Genau mein Humor. So, zack, und weiter geht's. Brudi. Lieg doch nicht so rum da. So. Das finde ich eigentlich auch cool gemacht. Und dass es fixe Beute gibt bei bestimmten Bossen. Dass man halt total gut gezielt darauf hinarbeiten kann, sich da mal so ein bisschen was Leckeres zu holen, ne? Oh, das ist auch geil. Das ist ein Alert, der hochploppt, der, wo jemand das auf Twitch gemacht hat. Die Alerts habe ich nicht deaktiviert, fällt mir gerade auf. Ja, moin. Danke sehr. Hammer. Da freut der Weser sich. So. Irgendwann muss das passieren. So. Ich habe mir das schon gedacht, dass es irgendwann mal passieren würde, aber während einer Aufnahme, okay. Cool. Ja, moin, willkommen in der Familie, ne? So, zack. Ja, weiter durch, ja. Weiter mötzeln. So. Mal Safe Spot setzen. Auf Hardcore wäre das ja schon vorbei gewesen, ne? So. Ich hätte da nochmal Bock auf so einen richtigen geilen Facetank-Charakter. Also der halt richtig einfach mal was auf die Fresse kriegt und das auch aushält. Aber hier sind wir falsch, dann müssen wir einmal wieder rum hier. Der liegt da oben auf der Decke rum. So. Das ist eine markante Brücke. Die kenne ich. So. Und rum hier, ne? Das ist auch gerade im ersten Addon nachher. Ich weiß jetzt gar nicht richtig, ob das das erste war oder das zweite Addon. Aber hier, wenn man in Richtung mit diesen Hexen und so, mit diesem Hexenzirkel, Ashes of Malmouth, wenn die Umgebung anfängt, dir weh zu tun, das ist eigentlich auch ganz witzig gemacht. Kann für den einen oder anderen Schreckenmoment auf Hardcore sorgen, wenn man da von so einem blöden Viech da fast totgepeitscht wird.
Einfach nur, weil man da mal ein bisschen kurz steht. So, und fort. Rutscht einem schon mal das Herz in die Hose. Was ich übrigens an Hardcore ultra geil finde. Also gerade wenn es mal knapp wird, ist das einfach nur das geilste Spielerlebnis überhaupt. Der Frust ist natürlich ziemlich groß. Da ist der Boss. Der Frust ist natürlich extrem groß, wenn man dann abstirbt. Aber einfach das ist einfach nur geil. Das macht einfach nur Spaß. So kurios das auch klingt. Also ich meine, das ist nicht für jeden was. Da braucht man schon mal ein bisschen Drahtseilnerven für teilweise. Und gerade hier bei Grim Dawn ist es so, also ich kann nur empfehlen, einen Softcore-Charakter vorher gespielt zu haben, damit man einfach auch sieht, wo hier wirklich die Klinken sind im System. Weil es gibt hier einige Ecken in dem Spiel, wenn man da unvorbereitet, wenn man das nicht weiß und man rennt da mit Hardcore rein, dann ist man instant tot. Also da hat man nicht mal die Chance, irgendwie einen Heiltrank zu trinken und nix. Keine Chance nicht. Das ist dann vorbei. So. Hupdiwupps. Haben wir's? Ja, fast, ne? Das testen wir jetzt mal aus. Ich setze nochmal hier mein Dings. Oh, dann probieren wir den Bruder da mal. Wollen wir den Bruder mal probieren? Das machen wir jetzt. Ja, 4 Minuten haben wir. Edge of Madness. Ich glaube nicht, dass das was wird, aber... Das ist einfach nur hässlich, der scheiß Typ, ey. Guck dir das mal an. Und der hat auch Pimmelwürmer hier. Tonic-Pimmelwürmer. Ja, das könnte doch was werden, ne? Oh, das ist blöd, wenn die Debuff unterwegs ist. Ja, jetzt habe ich kein... Energy ist mein Problem. Das ist hier, da peitscht es. Peitscht ein bisschen. Oh, ja, super. Gut ist aber, der hat gleich, wenn ich sterben würde, hat er gleich wieder immer noch ungefähr so sein Leben. Also schaffbar ist das. Oh. Die Musik ist eigentlich auch voll geil. Sonst spiele ich immer ohne Musik. Also mit meiner Musik dann. Metal. Metall. Kotz hier nicht so rum, Bruder. Nee. Komm. Das sollte wohl klappen, oder was? Das Gesetz, ich habe Energie. Energiearmut, ne? Oh ja. Yeah. Entweder sterbe ich jetzt gleich durch irgendwas total Dummes. Ne? Oder das geht ohne Sterben über die Bühne hier. Wir wollen das ja nicht einreißen lassen. Das dicke, fette, hässliche Teil. Das in seinem früheren Leben hieß er mal Chantal. Der Bruder, Alter. Mann, ich brauche Energie. Das gibt's doch nicht, ey. Ich hatte, als ich das auf Hardcore gespielt habe, habe ich echt Schiss gehabt, hier reinzugehen, ja. Mit meinem Auradin. Da habe ich mir gedacht, Alter, das überlebst du doch nie. Und dann zack, war das Viech auf einmal tot. So, der Jung. Na doch, der ist jetzt kaputt, der Typ. Dann lass mich doch einfach mal durch. Da. Ah, Plitze, Platze, sagt er. Enemy Boss Geld. Steh da drauf zu platzen, sagt Chantal. Mal aufmachen hier. Apothecaris Wisdom. Corruption. Ex of Alacredi. Ein blöder Kackwurm, Alter, geh weg. So. Das ist ein bisschen ekelhafter. Das ist mal weggeplatzt hier. Hübsch. Komm, los weg. Los wieder raus. Spiel durch. Yes. Durchgespielt. So. Ich freue mich da ein bisschen drüber, weil Projekte zu Ende zu bringen ist natürlich immer so ein Ding. So. Hammer, haben wir das. Ich gebe das jetzt noch ab. Einmal abgeben hier. Abgeben. Und weitermachen. Ne? So. Ich habe mir den Beast gedealt. Jo. Und da gibt's dann, das ist für Level 50, ne? Weil ich auch Level 50 bin. So,
Ja, das skippen wir jetzt. So, stimmt, da war hier. Das ist nämlich, das ist die Überleitung halt ins nächste Addon. Ich gehe nach Okenbock. Passt aber. Wir haben es geschafft. Sehr, sehr geil. Also halt lesen. Ups. Es gab noch ein paar Erfahrungspunkte, das ist auch super. Level 37, das ist ja eigentlich ein gutes Level so. Das wollen wir weiter ausbauen. Passt. Rein theoretisch könnte man das Spiel jetzt auch auf Elite durchspielen. Ne? Also, ich meine, wir sind ja relativ gut durchgekommen hier. Es war jetzt auch alles kein so ein Riesenschmerz und Drama. Alles ganz entspannt. So, hopp, verkaufen. Oh, alles weg. Alles weg. Alles weg, alles weg, alles weg. Achso, den gelben hätte ich nicht unbedingt verkaufen brauchen. Das kann auch weg, das kann weg. Die bewahren wir einfach mal auf. Level 50, Golemborn Graves. Graves, ne? Reeves. Nicht Graves. Eber. Mage. Ich wollte in die Kiste noch gucken, ob wir irgendwas Neues haben hier. Arcanist. Arcanist. Sieht aber nicht so wirklich danach aus. Ne? Das einmal einlagern. Kann man hier auch Elemental Damage? Weiß gar nicht, doch so zeigt da auch was an. Mirror of, ja, sieht man hier auch. Plus 15%. Haben wir hier. Elemental Damage. Ja, viele Sachen haben auch einfach Elemental Damage. Ja? Das kommt noch dazu. Da muss man halt vielleicht nochmal ein bisschen gezielter suchen. Was haben wir denn hier? Also erstmal ein Punkt in Spirit. Könnt halt jetzt auch gucken, Proliferation, wenn ich jetzt hier, das wollte ich nämlich nochmal zeigen. Prolifer, aber da werde ich nichts haben, das glaube ich nicht, weil es ja doch irgendwie in gewissem Sinne immer so droppt. Oh. Dass das dann passt. Auf die entsprechende Schadensart. Acid Damage. Bonus to all Pets. Ich habe aber keine Pets. Ne? Hier, sowas ist zum Beispiel geil. Plus 29% zu allem Schaden. Aber viel wichtiger ist tatsächlich, dass die Resistances oben sind. Also, wenn die nicht oben sind, dann das Böse. Wir haben es geschafft. Cool. Fertig mit Grim Dawn. Also das Basisspiel zumindest, ja. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns im nächsten Video zu Grim Dawn. Ich denke, ich werde natürlich mit den Add-ons weitermachen, damit wir die auch einmal durchhaben. Und dann bis dahin, lass dir gut gehen. Danke dir, dass du mein Video angeschaut hast bis zum Ende. Falls du noch ein weiteres Video gucken möchtest, du findest eins auf dieser Seite und die ganze Playlist findest du auf der anderen Seite. Falls du es noch nicht getan hast, einfach mal einen Daumen nach oben geben oder aber den Kanal abonnieren, dann verpasst du auch keine Videos mehr von der Vesarius Gamerstube. Vielen Dank dafür, bis zum nächsten Video.